Nee. Ja. Ja. Zu Zeit, ja. Ja. Achso, jetzt muss man hier nur noch mal das. Ja. Ja. Oh ja. Ja, super. Boleh pegangin? Kalian arahkan ke sini enggak, Pak? Ya. Oke, guys. Kita sebelum masuk ke area masjid kuno, kita menggunakan sarung dulu. Ini para tamu yang ingin masuk ke area masjid kuno. Ya, Pandu langsung dari hello, say hello. Terima kasih ya. So, jetzt gehen wir rein, ja. Oh ja, okay, dann müssen wir dann Namen eintragen da. Dann gebe ich dann auch hier so Spende, ja. Dann schreibst du einfach 30.000 Rupias als Spende. So, viele Besucher, ne? Udah selesai upacara yang kayak kemarin itu? Hari Selasa. Oh, udah selesai ya? Ya, udah. Oh, ya. Oke. Okay. Thank you. So, das ist die Moschee, ja? Eigentlich so eine einfache Moschee aus Bambus, ja? Und das ist die älteste? Die älteste Moschee von Lombok. Das von Lombok aus dem 14. Jahrhundert. Ist natürlich schon oft mal renoviert worden, ja, weil Bambus vielleicht, ja, maximal so ein paar Jahre dann halten können, ja? Wird aber jetzt auch immer mit Bambus saniert. Genau, ja, genau, ist es so. Das war am Anfang damals, die Leute zum ersten Mal hier gelandet waren. Ja. So, mitten der Reisfelder steht die Moschee. Ja. Ja. Dann haben die ersten Muslimen damals hier gelandet an der Küste und haben dann den Berg hier gefunden und haben die entschieden, dann hier so eine Moschee aufzubauen. Und ist das die erste Religion auf Lombok gewesen? Genau, also, genau, die älteste. Die älteste, ja, ja, genau. Ja. Und dann, später dann kamen die Hindus, ja, aus Bali hier. Ja. Und eigentlich ursprünglich waren die ersten Muslime hier auf der Insel damals. Ja. Ja, die finden immer so nur einen Berg, ja, also dass man so dort eine Moschee aufbaut, ja. Ja, das ist auch schon ein bisschen Einfluss vom Hindus, ja,
okay. Eigentlich, dass ein Berg eigentlich so ein besserer Platz ist, der, ja. Also ein heiliger Platz, der. Masjid tua di Lombok ya. Der Baum umgefallen? Ja, sieht so aus. Ja. Der große Baum. So, das ist die Moschee jetzt, ja? Da? Ja. Der Moschee, es wird aber nicht mehr so benutzt, ja? Also nur einmal im Jahr. Also kurz nach der, oder zweimal vielleicht im Jahr, kurz nach dem Ramadan wird es auch schon ein bisschen gefeiert, ja? Oder auch, bei dem Geburt des Prophets gestern wurde auch schon ziemlich groß gefeiert. Ja. Ach, das war gestern? Ja, also am Samstag eigentlich. Am Samstag, ja. Dann habe ich gerade gefragt, ja, ob es dann irgendwie mal noch was gefeiert hier da. Aber nicht, ja. Ja, und da sind. Und die ist jetzt auch geschlossen. Also bist du geschlossen? Auch nicht mehr rein. Nein. Es wird ja nicht so wie die normale Moschee benutzt. Ja. Ja. Nur zu bestimmter Zeit, bei einer Zeremonie, bei einem großen Feiertag. Ne. Das ist dann drinnen ein großer Raum? Ein großer Raum und nichts da, also einfach nur Teppich, ja. Also keine Stühle, ja. Dass man in einer Moschee auch überhaupt nichts findet drin. Also einfach nur so ein leerer Raum. Auf, also Teppich, ja, mit dem Teppich, ja. Weil man die Stühle nicht, überhaupt nicht braucht, ja. Und hier sind, echt ein schöner Platz. Ja, so ein schöner Äcker, schöne Reisfelder, ja. Haben Sie schön ausgesucht damals. Ja, die wissen auch schon, wo was schön ist, ja. Ja. Muss mal gucken, ob er nicht zu nehmen. Ja. Ja, mach mit dem. Weil hier ist der Akku ganz schwach. Oh ja. Yeah. Mit dem Reisfelder, ne? Ja. Nochmal. Ja, sieht schon aus. Nochmal. Nochmal das letzte. Gut, ja. Jetzt machen wir noch eins so, wo wir beide vor der Mutter. Ja, sicher. Ich mache nicht netter was. Da? Da ist es, ja. Oder dann sehen wir es ja noch. Ja, doch, das ist schon schön, ja. So, nochmal. Gut, ja. Sehr gut. Und das sind so Gebetsräume jetzt für Männer und Frauen? Nein, die sind ja Gräber, also Friedhof, ja. Das sind ja die Friedhof von, oder Gräber von Gelehrten, ja. Von den Gelehrten, ja, also die damals am aller Anfang dieser Islam so hier verbreitet haben, ja. Und dann bis jetzt werden die dann auch schon irgendwie mal geehrt, ja, oder wie sagt man, respektiert, ja. Und dann ist ja auch neu, jetzt die geflochtene Wände, ja. Das ist ja erst vielleicht ersetzt worden, ja, also ist neu. Ach, das ja. War vorher nicht. Ach, ja, genau, ja. Die sind im Allgemeinen auch alle schon mehrmals, wie gesagt, mehrmals gewechselt worden, ja. Ja, ist klar, gell? Wenn das ja. Dann regnet und dann. Ja, genau, ja. Das sind ja die Gräber und eigentlich, wir stehen jetzt auf Gräber. Das sind ja Friedhof eigentlich, ja. Also die Friedhof oder Gräber in Islam, eigentlich darf man überhaupt nichts drauf haben, ja. Bis auf nur so Steine drauf, ja. Also das heißt ja,
wenn man stirbt, dann ist ja schon fertig. Es ist schon vorbei, heißt es ja. Also man darf überhaupt nicht so viel dran denken. Ja? Also das heißt, wenn Verwandten, Mutter, ja. Großvater schon verstorben sind, ja, die sind schon in Nirvana, heißt das. Die sind schon verstorben. Und da redet man dann nicht mehr drüber, oder? Ja, also ab und zu. Ja. Also wir manchmal wollen wir auch halt auch schon dran erinnern und sagen, wie wir... Der hat das gemacht und so. Und wir denken auch gerne dran. Ja, aber im Prinzip darf man ja nicht zu viel dran denken, ja, heißt es ja. Also man darf schon an schöne Sachen denken. So. An schlechte Sachen eher nicht. Ja. Das heißt, wenn man zu viel an schlechte Sachen, was die damals gemacht haben, das heißt, es wird dann schlecht fürs Leben. Ja. In der Jenseits sowas. Ne? Ja, wir können auch schon weiter. Was ist das jetzt hier? Das ist auch schon ein Grab, ja. Das heißt, die mit den Häuschen sind schon von den Gelehrten, ja. Wir können auch schon weiter hoch hier. Ihr seht da weiter, das sieht genauso wie ein Tempelbau, ja. Also die Baustil, ja. Das Baustil so mit Dächern, ja. Zwei Dächern. Das ist einfach mal so Symbol von dem Leben. Von dem Leben, ja. Manchmal gibt es auch schon drei Dächer, dann mal zwei Dächer. Und dann die Häuser von den Einheimischen vorhin hat auch schon niedriges Dach. Ja, das stimmt. Ja, das heißt, wenn man so in einem Haus von Einheimischen hier reinkommt, muss man sich bücken. Das heißt, man respektiert den Gastgeber. Genauso, wenn der Gastgeber zu uns kommt, um uns zu empfangen, er muss sich auch schon bücken. Ja? Okay. Der respektiert auch schon die Gäste. Ja? Ja, Respekt ist ja auch wichtig. Also das ist ja so in allen Religionen. Ja, genau. Da haben wir auch schon das hier so für Wasser eigentlich. Ja. Ja. Da macht man ja das Waschen. Also bevor man betet, dann muss man Gesicht waschen, Hände, Füße, ja, Mund, ja, Augen, alles Haare. Das heißt, man muss schon sauber sein, wenn man so eine Moschee betritt. Und hier dürfen aber Männer und Frauen rein, oder nur Männer? Nur Männer, ja. Nur Männer. Eigentlich die Frauen... ist ja nicht unbedingt, dass sie dann zur Moschee kommen müssen. Ja? Ach so. Aber die Männer eigentlich müssen zur Moschee kommen. Ja? Aber zurzeit, dann beten die auch zu Hause. Ja. Ja, nur zu Hause, weil die vielleicht keine Lust haben, in die Moschee zu kommen. Okay. Ja? Das ist leer, nichts. Ja, ist ja nichts drin, ja, bis auf eine Trommel. Ja? Trommel da drin. Ja, es sind auch schon Gräber. Das ist wieder neu gebaut werden. Ja, die sind aber alle verbrannt und die Leichen. Ja, die Leichen. Ah. Die Leichen werden dann so in Stoff, weißes Stoff, eingewickelt. Ja. Okay. Und dann einfach so auf Boden hingelegt. Ja. Ja. Ohne Sarg, nichts. Ja. Ja. Also, dass die dann vereint, also mit der Erde, heißt es dann. Ja. Das heißt, wir sind ja von der Erde dann erschaffen worden, ja, von dem Gott, und dann müssen dann zur Erde zurück, heißt es dann. Fancipani, ja. Bei vielen Gräbern gibt es auch schon immer diese Fancipani, ja. Also, Fancipani Blumen, ja. Ach, die die Blumen. Die Balinesen brauchen die Blumen eher für die Opfergaben, ja. Ja, genau. Die tragen die an den Ohren, manchmal an den Haaren. Gesehen, ja. Genau, ja. Ja, normalerweise, wenn die Franziskaner an den Haaren hängen, das heißt, die sind ja noch ledig. Ja? Ach so, okay. Wenn die dann hier sind, schon verheiratet. Ah, ja. Okay, ist ja auch ein Zeichen. Zeichen. Das heißt, man weiß, wen man ansprechen kann. Ja? Das stimmt. Das ist auch ein Lehrerraum. Ja. Nein, das ist Grab auch. Ja? Das ist neu hier. Ja? Also ich meine... Das sieht man auch, das ist mit Zement. Aber diese Gegend ist ja schon seit vielen Jahrhunderten da. Also viele sind kaputt, ja, vielleicht durch Sturm oder sowas, ne? Stimmt. Ja, weil das ist ja umgefallen. Ja, genau, ja.
ist kaputt, ja. Das stimmt. Der Wind kam von da. Da gibt es viele große Bäume hier da. Wenn die dann vielleicht zu alt sind, ja, die ja. Fallen leicht okay. Um. Das ist ein Friedhof im Allgemeinen jetzt. Auch Friedhof, aber es wird ja nicht benutzt, ja. Aber auch ein muslimischer. Ja, die Muslimen, ja. Ja, genau, ja. Genau, ja. Eigentlich darf man nicht so mit Beton das bauen, ja. Ja. Aber es gibt auch schon Leute, die halt dann auch das machen wollen, ja. Ja, weil hier sind ja jetzt sonst liegen ja viele Steine. Da genau, drin. Genau, ja. Das ist, die sind alle neu jetzt mit den Fliesen da, ja. Ja. Aber der richtige Friedhof wie dort oben, ja. Das ist kein Grabstein, ja, also kein Name drauf. Ja. Und gibt es hier ein Musee, der jetzt zuständig ist? Eine Moschee? Nee, ja. So ein Muzee. Ein Muezzin, ja? Muezzin, nee, ja. Nee. Also weil, wie gesagt, nur zweimal ja. Im Jahr dann benutzt wird. Okay, ja. Also ist jetzt oder keiner, der oder einmal im Jahr. Lebt? Nein, nein. Da in der normalen Moschee, wie wir jetzt hören ja. Der Lautsprecher, da ist schon immer ein Muezzin da, ja. Der zuständig ist, der ruft zu bestimmter Zeit, ja. Fünfmal am Tag, dass die Leute halt dann zur Moschee dann kommen, ja, oder es ist eine Zeit zum Beten gerade. Und ne? Merkt man jetzt, dass viele jüngere Leute vielleicht die Religion wechseln oder gar keine Na, haben, es gibt auch schon welche, die das wechseln, ja. Hey, bye bye. Merci. Ya, terima kasih. Terima kasih.